Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es darum, wie wir unser Sync-System deutlich schneller bekommen. Und zwar ziemlich genau 50% schneller. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Wie kriegen wir jetzt unser Sync-System schneller, damit es wieder so super flüssig läuft? Ganz einfach, wir brauchen dafür eine Modifikation. Modifikationen können wir nur installieren, wenn das Sync-System gejailbreakt worden ist. Verlinke ich euch hier oben in der Infokarte, wie das Ganze funktioniert. Und als allererstes laden wir uns von der F-Mod-Seite das Overclocking-Mod runter, packen es auf den Stick, stecken ihn ein und warten, bis das Sync-System uns anzeigt, dass die Modifikation installiert worden ist. Was macht jetzt die Modifikation? Die Modifikation taktet die CPU-Frequenz von 1 GHz auf 1,5 GHz. Klassisches Übertakten. Normalerweise würde ich sagen, übertakten ist ja das richtige Wort, in dem Fall nicht ganz richtig. Wieso? Ist folgendes. Der Mod-Entwickler hat festgestellt, dass die API-Module, was unser Sync ja eigentlich ist, mit verschiedenen Frequenzen laufen, obwohl überall die gleiche CPU verbaut worden ist. Also API-Modul, Modelljahr 16, 17, 18, 19 und 20 haben alle die gleiche CPU. Modelljahr 20 ist allerdings auf 1,5 GHz eingestellt. Die Modelljahre drunter laufen nur mit 1 GHz, obwohl die gleiche CPU verbaut worden ist. Vielleicht, das sind jetzt nur Spekulationen, ist da eine andere Wärmeabführung verbaut beim Modelljahr 20, andere Kühlkörper, Wärmeleitpaste, weiß der Kuckuck. Auf jeden Fall ist es so, dass von dem Prozessor her 1,5 GHz möglich sind. Sieht man am Modelljahr 20, der standmäßig auf 1,5 GHz getaktet ist. Und ja, diese Modifikation stellt den CPU-Takt von 1 GHz auf 1,5 GHz. Und dadurch läuft das System deutlich flüssiger und vor allem schneller. Hier muss man natürlich sagen, bei der Modifikation ist Vorsicht geboten. Es handelt sich nicht um einfach eine optische Modifikation wie bei den üblichen Modifikationen, sondern ihr übertaktet tatsächlich die CPU. Sprich, im aller schlimmsten Fall, wovon ich aber noch nie gehört habe, ist, dass euch die CPU abbraucht und somit das API-Modul kaputt geht. Dann muss es natürlich ausgetauscht werden. Aber ich habe das bei mir jetzt mehrere Wochen im Einsatz. Ich kenne andere, in denen ich Kontakt bin, die haben es mehrere Monate im Einsatz, haben absolut gar keine Probleme und alle, inklusive mir, sind hellauf begeistert. Ich blende euch jetzt mal ein, wie zum Beispiel der Bootvorgang aussieht. Also ein Unterschied zwischen den standardmäßigen 1 GHz und 1,5 GHz. Man sieht einfach schon, dass das System deutlich schneller hochfährt und dann aber auch die Karten deutlich schneller geladen sind. Im täglichen Gebrauch ist es so, dass sich das System viel flüssiger anfühlt, viel schneller reagiert. Es macht einfach Spaß, mit dem System nochmal zu arbeiten. Ich habe das mal versucht, in einem Video festzuhalten. Ist mir nicht ganz gelungen, muss ich sagen, weil man in dem Video einfach nicht diesen Unterschied sieht. Auf dem Video sieht es eher so aus, als ob alles sehr, sehr ähnlich oder gleich ist. Man muss aber sagen, im täglichen Gebrauch, wenn ihr es wirklich benutzt, merkt ihr, dass es deutlich flüssiger funktioniert und einfach angenehmer ist, dann mit dem Sync-System zu arbeiten. Ja, falls ihr das Ganze also auch ausprobieren wollt, ab auf die F-Mod-Seite, Mod runterladen und dann installieren. Falls ihr den aus irgendeinem Grund nochmal zurück möchtet auf die 1 GHz, ist gar kein Thema. Beide Modifikationen sind auch die Originaldateien dabei, die tauscht ihr einfach aus. Steckt nochmal den USB-Stick ein und dann seid ihr wieder auf 1 GHz. Ihr könnt also ganz einfach hin und her switchen oder ihr macht es wie sonst auch, ihr downgradet das Sync auf eine ältere Version, macht dann wieder ein Upgrade auf eine neue Version und dann habt ihr wieder ein originales Sync-System mit dem originalen CPU-Geschwindigkeit. Ja. Das war's zu dieser coolen Modifikation. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.